ich bin's wieder, Markus von MGVR. Wir spielen heute wieder Battlefield Online und ja, letzte Folge habe ich ja nachgesprochen. Ich hoffe, dass es nicht mehr so ist. Sonst rage ich hier rum. Ja. Wir sind in Episode 4 angelangt, habe zu. Antje fest. Detektiv Karl. Stoddard hat Dreck am Stecken, aber wer noch mit von der Partie ist und ihm Rückendeckung gibt, ist unklar. Perfekt gesucht, Evans, Philip, Miller, Leonard, Dice, Diaz, Frankie, Gonzalez, Xavier. Ja, letzte haben wir... Folge haben wir diese... Naja, nicht so geile Folge gehabt, will ich jetzt mal sagen. Und, ja, da haben wir herausgefunden, dass dieser Stoddard eine Strecke am Stecken hat, ne, wie man gesagt hat. Ja, bisschen verräterisch, so mäßig. Und wir gehen das jetzt mal hier an und schauen, was passiert. Wir machen jetzt mal Episode spielen. Wahrscheinlich kommt gleich eine Videosequenz. Nein, es kommt erst die natürlich Loading Screen. Wie immer. Ich hoffe, dass jetzt nicht diese Scheiß wieder Tonabbrecher ist. Weil dann rage ich ziemlich. Dann werde ich wahrscheinlich immer eine halbe Stunde aufnehmen. Ja, das macht dann keinen Sinn. Schneiden wir ein bisschen beschissen. Und dann noch habe ich zu stumm geschalten. Oder so Ding, ne? Und dann kam, habe ich halt das Ding aufgenommen, ne? Und dann war halt dann ist immer noch da, wo dann das Ding kam. Ja, was ich gesprochen halt danach. Nachgesprochen habe, man. Fail. Immer noch diese. Da habe ich ein bisschen verarscht gefühlt. Aber es geht gleich los. Und wir machen weiter. Was bisher geschah? Flugzeuge starten, Drogen landen. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels! Wasser runter! Habt ihr Deal angenommen? Es gehört alles dir und Stoddard. Er wollte sich ergeben. Lass mein Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Genau das. Aber das ist... Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Na, wir mussten doch wissen, ob man dir trauen kann. Deine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Ah. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Oh. Geht klar. Ist wieder ein Fahrstuhl mit Dingen, oder? Geiles Auto. Scheiße! Das CSI war schon da. Was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht es nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn dran kriegen können. Gern. Na, die muss, ja, die kann jetzt hier chillen und ich hey, muss hier... Hey, ich seh mich draußen um. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Gute Idee. Bleib in Kontakt.
ist wieder was. Meinst du, Stoddard hat Freunde im Department? Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Wäre keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. Ja, und so. Tatort. Ich höre was. Hier ist doch irgendwie... Ist hier was? 11 Meter? Na, hier... Ja, okay. Warte. So, okay. Kann an der Wahl aus der Lauch zu gehen. Ah, hier war der Kampf letztes Mal. Aber da wird ja nicht. Na so. War nicht hier. War ja nicht voll Action hier, weil ich nachgesprochen habe. Crazy. Sprechen wir was? Was ist deine Herren? Soll ich mal probieren? Ich habe dich doch schon mal befragt. What the... Oh ja. Was geht ab, Alter? Umgehängt vor kurzem. Oh, ja. Was ist denn hier noch? Kann ich doch knacken. Oh, das wird spaßig. Oh, muss nichts machen, kein Problem. Bingo. Remi-Netz-Versicherung, Aufnahme 1. Freitagabend, 14. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollen wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke... Stoddard. Habe ich dich. Gleich von hinten, ne? Kai, ich hab was. Ich komm runter. Mitten in den Gegner. Ich bin hier unten im Container. Was ist jetzt der Ausgang? Bin ich jetzt blöd? Ich bin so schlau. Hey, ich bin blöd. Echt blöd. Ah. Ja, was? Ja. Was gefunden? Nets und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remi hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein, deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Vorbeischauen können wir ja mal. Kai treffen, als Ziel abgeschossen. Hm, ja. Na, ist noch easy hier. Vielleicht ist es ja eine easy going Folge. Komm, die wissen.
Loading Screen. Bam, bam, bam. Ai, ai. Leute. Ja, der Loading Screen ist wunderschön. Ich werde fast blind vor Schönheit. Es geht weiter. Schön. Immer noch gleich, oder? Geh nicht durch den Vordereingang. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Nick, die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Events Flip. Okay, was haben wir denn Schönes? Benutzen sich Sniper, ja, aber schade. Aber da habe ich irgendwie so Ding. Wisch schon. Schalte. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt News war. Egal, wir machen es einfach. Ja, mehr Schalte, oder nicht? Ist dahin. Der ist dahin. Der ist dahin. Soll nicht daneben schießen, sonst entweder ich gehe dahinter und dann mache ich den Weg da und dann und ich snipe mal. Können wir probieren. Das neu starten, die Ding. Ah, Episode 9. Ah, das ist die ganze Episode dann, ne? Ah, Neustart Checkpoint. Okay, gut. Hat er überlebt? Alles nicht so, oder? Okay. ja. Wir wollen hier alles easy machen. Aber warum ist der nicht gestorben, der andere? War voll assi. Ich folge ihm, okay? Macht es. Was drauf, jawohl. Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Voll. Sieht eben schon aus. Wenn ich ein bisschen triff. Ist hier jemand? Oder ich die nur von da bis da hinten? Das wäre ja ein bisschen crazy. Scheint gesperrt zu sein. Nimm das Dach. Aha. Guter Plan.
vielleicht eine Tortilla-Fabrik. Sieht sauber aus. Okay, check das andere Gebäude. Oh, er schießt ihn gern. Okay, der hat nicht geblickt, der da. Ich müsste eher den da hinten erst ausschalten und dann den. Denke ich jetzt, so dass ich dann da runtergehen kann und dann die festnehmen kann. ja. War ein bisschen verkackt. Bisschen snipen hier, jetzt her. Snipen. Das sah aus wie so 16 oder so. Was, ich bin ja nicht. Geht irgendwann der Alarm weg oder? Siehst du den Scheißdreck, Junge? Da lang! Schlecht. Der Loser ist am Boden. Ja, Code 3, mit Loser ist am Boden, ja. Okay. Shit. Hat sich verkackt. Ne, hab ich auch nicht gesehen, den anderen da. Ich vermische den nichts. Ja. Ich folge ihm, okay? Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Ja, mit Police und so ist ja nicht auch. Toller Zeitpunkt für einen Hurricane. Sehr schön. Geht jetzt mal ein bisschen schnell, ja? Das dauert hier vorher wieder ewig und dann muss ich wieder schneiden. Zwei Teile. Ja. Wait, wenn wir das hier aufbrechen? Nein. Ich nicht. Ah. Das sind welche. Da drüben!
Hier nicht. Ich gibt's nicht. Da ist er lang! Da ist es ruhig her! Mach dich kalt! Hier ist nie einer gewesen. Hier ist keiner. Da! Hier war keiner, Bro. Hier ist auch keiner. Komm her! Alter, crazy! Polizei! Du bist verhaftet! Hey, ganz ruhig! Oh no, no, no! Alter, Alter, das ist ein Bullshit. Jo, genau. Wir haben ihn! Der Spinner! Verdammt! Ach komm. Ach so scheiße. Wenn ich nichts wird hier, dann werde ich wahrscheinlich nochmal aufnehmen. Ich folge ihm, okay? Macht es. Jetzt nehmen wir jetzt mal normale Waffe hier. MP, ja, eine MP ist gut. Ja. Nee, sei ruhig, ja. Okay, alles klar. Bleib in Kontakt. Toller Zeitpunkt für ein Hurricane. Ja, voll. Naja, jetzt nehmen wir jetzt Sniper. Und snipen den weg. Genau. Jetzt nehmen wir eine OMP 45, nee, die ist da oben. Da auch einen Schalldämpfer mit. Und ein Reflexvisier. Keine Farbe. Ja. So ist es hier. Die ersten schon ausgeschaltet. Und selbst so hier ist nie gemischt nur ohne Sniper. Vielleicht hilft's ja was. Flugzeug da oben.
gesperrt zu sein. Nimm das Dach. Aha, guter Plan. Bewegung! Bist du irre? Ja. Ich gehe das mit Taktik hier vor. Also. Warum sind wir hier, ja? Ich hab da was gesehen!